Philosophie ist das Bemühen, unser Denken, unser Handeln und unsere Zeit besser zu verstehen. Wohlgemerkt, unsere Zeit. Es geht darum zu verstehen, wer wir sind und sein sollten. Weil man das bei aller Liebe zum Denken alleine eben schlecht herausbekommt, ist und bleibt der Dialog die ursprünglichste Form allen Philosophierens. Indem man miteinander spricht, lotet man die Gültigkeit von Argumenten aus, entwickelt neue Standpunkte, lernt auch neue Perspektiven kennen. Aus diesem Grund muss man seine eigene kleine schwarze Wirklichkeit um einen herum immer mal wieder verlassen, die Fenster und Türen öffnen und ins Helle treten. Also habe ich meine YouTube-Welt verlassen, bin durch die Matrix der schwarzen Wand hinter mir direkt in die Hauptstadt, um dort einen Philosophen zu treffen, der zu den prägenden deutschsprachigen Gegenwartsphilosophen gehört. Er ist international bekannt und geschätzt, beispielsweise in Brasilien, wo seine Bücher Bestseller sind. Denn er hat eine unbestechlich eigene Art, die Dinge zu sehen, beinhart zu fragen und zu argumentieren. Dabei eröffnet Byung-Chul Han immer wieder neue Perspektiven, so wie in seinen kurz hintereinander erschienenen beiden neuen Büchern. Seine Analysen haben mich beeindruckt und er hat mir gesagt, sie seien eher eine Art Vorwort zu seinem noch unveröffentlichten Werk. Das eine der beiden Bücher heißt Undinge, Umbrüche der Lebenswelt und ist bei Ullstein erschienen. Und das andere heißt Infokratie, Digitalisierung und die Krise der Demokratie. Eine Philosophie der Gegenwart muss, so Han, eine Philosophie der Information und auch der Informationsgesellschaft sein. Sein und Zeit genügen nicht mehr. Es geht um Sein, Information und Zeit. Also habe ich mit Byung-Chul Han, der ungerne vor der Kamera sitzt und absolut kein Freund von YouTube ist, über Infokratie, die Undinge des Lebens, über Aufklärung und seine Zeitdiagnose gesprochen. Wir haben heute überspitzt gesagt nur noch Information. Wir sind gut und bestens informiert, aber wir sind orientierungslos. Wir Menschen sammeln immer schon Informationen. In gewisser Weise leben wir also immer schon in einer Art Informationsgesellschaft, weil wir uns so orientieren. In Ihrem Buch Undinge machen Sie ja darauf aufmerksam, dass durch diese Flut der Information und durch die Umstellung von Dingen auf Information, weil die wichtiger für uns geworden sind, die Dinge selber verschwinden. Die Dinge lösen sich auf, die werden flüssig, die sind nicht mehr fest. Die Dinge sind eigentlich Ruhepole des Lebens. Und wir können bei den Dingen verweilen. Und zum Beispiel der Stuhl, der Tisch in ihrer Selbigkeit gibt dem veränderlichen Leben eine Stabilität. Weil die Dinge gleich bleiben, scheinbar. Ja, der Stuhl bleibt gleich, ja. Aber der smarte Stuhl, stellen Sie sich vor, einen smarten Stuhl, der mit unterschiedlichen Sensoren ausgestattet ist und sogar mit allen anderen Dingen vernetzt sind. Ja. Und wenn ich zu lange gesessen bin auf dem Stuhl, ja, dann fordert der Stuhl mich auf, aufzustehen, ja, und ein paar Schritte in der Wohnung zu machen. Und wenn ich mich weigere, aufzustehen, dann fängt an, der Stuhl zu vibrieren und wirft mich raus. Ja. Und der Stuhl hat irgendwann mal gemerkt mit seinem Sensor, dass ich zugenommen habe, ja, und kommuniziert schnell mit dem Kühlschrank, dass der Kühlschrank gesperrt bleibt. Ja? Und das heißt, der Stuhl lässt mich nie in Ruhe. Ja? Und erteilt Ratschläge, trifft sogar Entscheidungen. Der Kühlschrank wird gesperrt. Ja? Und hat gemerkt, dass meine Hose nicht sauber ist. Dann läuft da die Waschmaschine schon. Und das heißt, Smartphone, ich nenne diese, wenn die Dinge von Informationen durchdrungen sind, verwandeln sich die Dinge in informationsverarbeitende Akteure, an denen wir nicht hantieren, sondern mit denen wir agieren, ja? Mit denen wir kommunizieren. Nicht? Ja? Und diese informationsverarbeitende Akteure, nenne ich Informate. Ja?
Und Smartphone ist ein Impfomat. Ja? Und können Sie beim Smartphone verweilen? Ist der Smartphone der Ruhepol des Lebens? Nein, ganz im Gegenteil. Produziert neue Informationen, neue Reize und macht einfach das Verweilen unmöglich. Ja? Das heißt, die Dinge geben uns Stille. Ja? Und diese Informationsstille ist wunderbar, von schönen, stillen Dingen umgeben zu sein. Ja? Und da endlich mal eine Informationsstille zu haben. Ja? Und, aber diese Informationsstille haben wir heute nicht. Ja? Und dieser Laptop ist auch kein Ding. Ja? Erzeugt immer ständig neue Unruhe. Ja? Und das heißt, das Verweilen ist nicht mehr möglich. Also wir haben keine Ruhe mehr. Die Dinge sind keine Ruhepole des Lebens, sondern Unruhepole des Lebens. Ja? Und sogar von den smarten Dingen werden wir einfach drangsaliert. Einfach, nicht? Und das eine. Und die andere, warum die Informationen uns das Verweilen unmöglich machen. Information lebt vom Reiz der Überraschung. Ja? Und der Stuhl, der konventionelle Stuhl, der Tisch, hat überhaupt keinen Reiz. Ja? Und das ist das Schöne, das beruhigt. Ja? Und ich habe deshalb in dem letzten Kapitel meines Buches Undinge ein Lob der Jukebox angestimmt, weil Jukebox, obwohl ich bin kein Technikkritiker, es ist ein technisches Ding, Jukebox, aber hat etwas einen Ding-Charakter und an der Jukebox zu sein und die John Lennon-Lauf von Jukebox zu hören, das ist beglückend. Ja. Man könnte ja jetzt argumentieren und sagen, naja, die Dinge bleiben die Dinge, der Stuhl bleibt so, wie er war, aber zu den Dingen kommen die Informationen hinzu. Das ist ja zunächst mal nichts Schlechtes. Es ist nicht so, dass es Dinge gibt, dann kommen Informationen hinzu und die existieren nebeneinander. So ist das ja nicht. Das habe ich veranschaulicht mit dem smarten Stuhl, wie die Informationen sich des Stuhls bemächtigen und in den Stuhl, diesen stillen Stuhl, in einen unmöglichen Informat verwandelt. Weil Smartphone ist nicht nur ein Informat im Sinne des smarten Stuhls, sondern Informant sogar. Und der uns ständig überwacht. Ja? Und gibt nicht nur keine Ruhe, sondern der überwacht ständig und steuert unser Verhalten. Das heißt, Informationen und die Dinge durchdringen einander. Und das kann ich auch in Bezug auf den Konsumprodukte sagen. Ja? Wir konsumieren heute nicht die Dinge, sondern wir konsumieren Informationen an den Dingen. Ja, verstehen Sie? Die Dinge werden immer mehr mit Informationen aufgeladen, ja, die bestimmte Emotionen auslösen. Ja. Der ästhetisch-kulturelle Wert wird immer wichtiger. Symbolisches Kapital. Ja, das Image einer Marke nicht? Und sogar moralischen Informationen. Moralischen Informationen. Faire Herstellung. Ja, die Moral wird selber zur Ware. Ja? Also der kulturelle, ästhetische Wert wird immer wichtiger als der Gebrauchswert. Ja? Und wir konsumieren die Informationen und der Informationsgehalt, ja, ist wichtiger als das Dingliche an der Ware. Ja? Und die Produkte werden mit distinguierenden Informationen ausgestattet, die uns besondere Erlebnisse versprechen, die teuer, weil das Dingliche, das Materielle teuer war oder die Verarbeitung teuer war, sondern der Informationsgehalt oder der Wert des Image ist teuer ist. Ja. Wir konsumieren die Kultur. Ja. Der Kapitalismus macht alles zur Ware. Ja. Alles zur Ware. Und gibt es da keine Ausnahme. Und die Gemeinschaft, in Form von Community ist ja nichts anderes als eine Ware. Nicht? Ja? Ja? Und Louis Debord hat in seinem Gesellschaft des Spektakels hat gesagt, dass die Zeit selbst zur Ware wird. Ja? Und er sagt, die Wirklichkeit der Zeit wird durch die Werbung für die Zeit ersetzt. Ja? Und das heißt, die Kultur hat ihren Ursprung
in der Gemeinschaft. Ja. Wenn die Kultur total zur Ware wird, ja, verschwindet auch die Gemeinschaft letzten Endes. Was passiert, wenn Demokratie zur Ware wird? Ist die Demokratie bereits zur Ware geworden? Das ist die Frage. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich persönlich glaube nein. Mhm. Ich glaube, dass es immer noch Freiheitsräume in der Demokratie gibt, die verhindern, dass sie komplett zur Ware wird. Ja. Aber wir befinden uns natürlich in einem Prozess, der möglicherweise Demokratie zur Ware werden lässt. Und zwar, wenn ich durch Microtargeting oder durch geschickte Informationsverarbeitung die potenziellen Wähler zum Beispiel beeinflussen kann. Man kann die Wähler kaufen. Ja. Heute. Ja, durch, also Informatiker entwerfen Programme, ja, psychopolitische Programme. Ja. Und die Wähler beeinflussen und damit sie eine bestimmte Partei wählen. Ja? Das heißt, die Demokratie hat hier wirklich mit der Ware zu tun. Nicht? Ja, tatsächlich. Ja. Und, aber die Demokratie hat heute mit einer anderen Krise zu tun. Und die Demokratie ist langsam, langatmig und langwierig. Ja? Demokratie ist da. Was ja auch Vorteile hat. Natürlich, ja klar. Und deshalb langwierig und langsam, weil Demokratie auf Begründen, auf Argumentieren beruht, das heißt auf dem Diskurs. Diese Demokratie ist heute nicht mehr möglich unter diesen medialen Bedingungen, ja? Weil diese digitalen Medien wie Twitter oder Facebook sind Medien, in denen kein rationaler Diskurs möglich ist. Versuchen Sie, in Tweets zu argumentieren. Ja? Ja? Und die Bilder auf Instagram argumentieren auch nicht. Ja? Ich habe gezeigt, dass dieses rationale Handeln, das langwierig, langsam ist, durch das intelligente Handeln ersetzt wird. Und das intelligente Handeln hat eine ganz andere Zeitlichkeit. Ja? Denn das intelligente Handeln orientiert sich an kurzfristigen Lösungen und Erfolgen. Ja? Ja? Und das heißt, das rationale Handeln, ja, wird durch das intelligente Handeln ersetzt, ja? Das demokratiefeindlich ist, das intelligente Handeln. Und vor allem die rationale Kommunikation machen die digitalen Medien unmöglich, weil diese digitalen Medien Affektmedien sind. Ja? Und können Sie sich von Tweets überzeugen lassen? Nein. Von Tweets lassen Sie sich affizieren. Ja? Und das heißt, Twitter ist ein Affektmedium. Ja? Und deshalb ist so Trump so affektiv. Was Sie, glaube ich, meinen, ist eine Form der Überflutung oder ausschließlichen Steuerung durch immer neue Informationen. Nein, die Kurzfristigkeit. Es ist die Kurzfristigkeit im Gegensatz zum rationalen Handeln, ist die intelligente Handeln sehr kurzfristig. Ja? Und deshalb, ich denke, dass die Politiker von heute nicht rational handeln, weil Rationalität erfasst auch die Zukunft, sondern intelligent handeln, ja, für kurzfristige Erfolge und kurzfristige Lösungen, nie? Ja, und keine Vision haben. Also strategisch, aber nicht rational. Wir haben keine Zeit für die Rationalität, können wir sagen, Leute. Wir haben keine Zeit. Das heißt, wir haben keine Zeit für Demokratie als letzten Endes. Würden Sie zustimmen, dass wenn ich zu gedonnert werde mit Informationen im Internet, ja, die permanent auf mich einprasseln, und dahinter steht ja ein kommerzielles Konzept, dahinter steht ja die Idee, damit letztlich Geld zu verdienen, dass das nur deshalb funktioniert, weil ich durch diese Informationen, diese vielen Informationen überfordert bin, aber gleichzeitig versuche, einen Zusammenhang herzustellen, also meine eigene Narration zu entwickeln. Und dass ich nur deshalb überhaupt immer wieder neu auf diese Informationen eingehe. Ja, wir sind ja dem Zwang zur Kommunikation ausgesetzt. Ja? Und wir fühlen frei, wir können
unsere Geschichte erzählen, ja, und wir sind dazu aufgefordert, ja, erzähle deine Geschichte, nicht, ja, poste deine Bilder, die Geschichten erzählen, ja, ja? Und wir wähnen uns frei zu sein, ja, aber diese Freiheit wird komplett ausgebeutet, ja, kommerziell, ja. Und das ist das der Charakter, Grundcharakter des Informationsregimes im Gegensatz zum Disziplinarregime. Und Disziplinarregime ist ja repressiv. Ja. Das müssen wir vielleicht erklären, den Begriff. Disziplinarregime. Mhm. Ja. Disziplinarregime erzeugt so gelehrige Körper. Und da werden einfach Körper und Energien ausgebeutet. Ja. Und durch Überwachung, Panoptikum. Nicht? Mhm. Also da werden vor allem die Körper optimiert, ja, für die Maschine, und diese Körper werden ausgebeutet, ja. Und heute ich muss mich disziplinieren, um die Maschine bedienen zu können. Ja, wir müssen uns unterwerfen dieser Disziplinierung, und auch wir unterwerfen uns der Unterdrückung, ja. Auch der staatlichen Repression durch den Besitzer von Produktionsmitteln, ja. Ja. Und wir in dem diese Informationsregime ist nicht repressiv, ja, und Informationsregime sagt, sei frei und erzähl deine Geschichte und poste deine Bilder, und das heißt, diese Informationsregime ist nicht repressiv, sondern seduktiv, ja, also verführend und permissiv, alles erlaubend, ja, und interessant ist, dass diese Informationsregime sich verbindet heute mit dem neoliberalen Regime, ja? Und das neoliberale Regime beutet unsere Freiheit aus, also dass wir uns leidenschaftlich und freiwillig ausbeuten in der Illusion, wir verwirklichen uns, ja, wir erzählen unsere Geschichte, und diese Freiheit wird komplett ausgebeutet, ja, ja? Wir plaudern, ja, wir entblößen uns, ja, und werden damit berechenbar. Also wenn ich jetzt als Kind in diese Gesellschaft, die sogenannte Informationsgesellschaft, reinwachse, habe ich möglicherweise, also sicher viel mehr Kontakt mit Informationen als früher. Ich habe aber möglicherweise auch viel mehr Kontakt mit Informationen als mit den realen Dingen. Wir vergessen dabei etwas sehr Wichtiges. Die Information ist Janusköpfe, hat zwei Gesichter. Ja? Hat eine lebensrettende, eine segensreiche Seite. Aber diese digitale Information haben eine erschreckende Seite. Das heißt, diese digitale Information erzeugt nicht nur Sicherheit, sondern gleichzeitig Unsicherheit. Ja? Und ab einem bestimmten Punkt sind Informationen nicht informativ, das ist wichtig, sondern wirken heute, deformativ. Und dieser kritische Punkt ist längst überschritten. Ja? Und was sehr wichtig ist, ja, wir brauchen eine Informationsstille. Ja? Sonst brennt das Hirn aus, ja? Ja? Und es gibt sogar eine Krankheit, Informationsmüdigkeit. Durch zu viel Information. Ja, das gibt es. Und interessanterweise, die Symptome dieser Müdigkeit, Informationsmüdigkeit, ähneln den Symptomen der Depression. Ja? Mhm. Und deshalb hat man festgestellt, dass wir heute immer depressiver werden, und diese Depression hat eine mediale Ursache. Auch, also ich würde nicht sagen, das ist die einzige. Aber natürlich. Ja, aber das ist ein wichtiger. Einzig, nicht nur einzig. Aber wenn wir Informationen konsumieren, ja, dann verlieren wir die Welt, weil wir die Welt auf Informationen hin wahrnehmen. Uns fällt die Präsenz der Welt. Ja? Und was ist dann ein Hauptsymptom der Depression? Von der Welt abgekoppelt. Ja, Weltverlust. Ja. Weltverlust erleben wir täglich. Dieser Bildschirm führt zum Weltverlust und zur Weltarmut. Ja. Und deshalb
erwachte irgendwann mir ein akutes Bedürfnis, ja, einen Garten anzulegen. Aber wenn wir das wissen, wenn wir das analysieren können, und das ist ja ein Ergebnis der Aufklärung. Und wenn wir Aufklärung mit Kant verstehen als Ausgang aus unserer selbstverschuldeten Unmündigkeit und wir sehen, dass das, was wir jetzt machen, zum Beispiel zu Depressionen führt, das führt zu Desinformation, es führt auch zu Deformierung. Wenn wir das alles sehen, wie kommen wir denn dann im Sinne der Aufklärung wieder aus unserer selbstverschuldeten Unmündigkeit raus? Wissen Sie, solange der Mensch in einer Gesellschaft lebt, ja, ist der Mensch ein Subjekt. Ne? Ist der Mensch ein Subjekt, das heißt unterworfen. Ja? Den anderen? Ja, der Herrschaft, dem Dispositiv unterworfen. Mhm. Ja? Das heißt, in jeder Dispositiv ist das Organisationsprinzip einer Gesellschaft. Ja? Wir können diesem Dispositiv nicht entkommen. Ja? Und die Freiheit ist für mich eine transzendentale Idee, ja? Die am utopischen Horizont angesiedelt ist. Ja? Und gerade diese Freiheit als Sehnsuchtsort sorgt dafür, dass wir von einer Lebensform zur nächsten Lebensform wechseln, ja? In der Hoffnung, wir werden endlich frei. Und schauen Sie mal an die Anfänge der Demokratie. Da waren nur noch von der Freiheit die Rede. Ja? Wir können uns grenzenlos kommunizieren. Ja? Wir können uns verbrüdern. Nicht? Ja? Und Wilhelm Flusser hat in dem digitalen Medium ein utopisches, ein messianisches Potenzial gesehen. Das war das digitale Medium war für Wilhelm Flusser das Medium der Liebe. Ja? Und wir können wurde in Aussicht gestellt diese Präsenz, also Echtzeitdemokratie, ja? Ja. Und die direkter ist als die direkte Demokratie und dann Smartphone wäre ein mobiles Parlament, ja? Ja. Wo wir überall debattieren und jederzeit debattieren können. Das war ja die Hoffnung, auch ja. Die politische Hoffnung am Anfang der Digitalisierung. Ja, deshalb sage ich ja, das Gefühl der Freiheit stellt sich ein im Übergang von einer Lebensform zur nächsten, bis diese sich als Zwangsform und da erreicht. Sind wir jetzt. Jetzt sind wir nie. Und jetzt sehen wir, das Smartphone war kein mobiles Parlament, sondern ein mobiles Arbeitslager ja? Oder ein mobiler Beichtstuhl. Ja? Und Like ist Amen. Nicht? Ja? Und das ist ja mitten in dem Dispositiv des digitalen Informationsregimes. Stecken wir mitten in diesem Dispositiv. Und, ja. Aber wie sieht die Utopie im Sinne der Aufklärung jetzt in der nächsten Stufe aus? Ich weiß nicht, ob die Chance null ist. Ja? Und es ist, die Chance ist auch nicht null. Wir leben irgendwie in diesem Dispositiv. Ja? Und solange wir in einer Gesellschaft leben, leben wir in einem Dispositiv. Das ist immer so. Dann, war auch immer ja, so. Sind wir einfach, wir sind dann... Wir sind ein Subjekt, ja, und deshalb dieses Leben als Immanenz von dem Deleuze oder Agamben spricht, ist eine utopische Formel, ja, utopische Formel. Und ich habe gesagt, dass man kann nicht denken ohne diesen utopischen Horizont. Und im praktischen Sinne kann man Räume der Stille errichten, ja. Mhm. Ja? Man kann wirklich wunderbar die Räume der Stille errichten und man muss nicht immer in dieses Dispositiv verwickeln lassen. Aber ich meine, grundsätzlich ja, gilt das Wort von Büchner immer noch. Ja, und wir sind Puppen ja, am Draht von unbekannten Mächten, am Draht gezogen und versuche ich, diese Drähte abzuschneiden und der Puppe sagt zusammen, klar. Und, ja. Aber was mache ich denn als Politiker? Ja. Also wenn ich als Politiker diese Zwänge durchschaue und ich möchte es verbessern, ich möchte zum Beispiel, weil ich die Krisen unserer Zeit im Moment sehe, also ob das jetzt die Klimakrise ist oder ob das gesellschaftliche Ungerechtigkeit ist,
das will ich verändern. Wie soll ich das verändern aus Ihrer Sicht? Ja, ich bin ja, Sie haben eine Pessimistin vor mir. Ich habe das geahnt, ja. Ja, Sie haben eine Pessimistin vor mir. Und als ich an der UdK unterrichtet hatte, waren Künstler sehr deprimiert, weil ich immer so negativ die Welt ausmalte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ab jetzt werde ich positive Dinge erzählen. Und dann gleich bin ich umgekippt in den Pessimismus wieder. Ja. Dann wäre letzte Frage, wie wir es schaffen, das, was wir Wahrheit nennen, was ja durchaus eine Übereinstimmung mit der Wirklichkeit ist, wie wir das erhellen können. Wie können wir die Welt erhellen? Ja. Was ja die Aufgabe der Philosophie und die Idee des Lichts der Aufklärung ist. Ja, vielleicht brauchen wir eine neue Aufklärung. Ja, das ist ja meine Frage. Wie sieht die aus? Ja, und wenn Sie die Frage stellen, wie erhellen wir die Welt, dann sind Sie der Ansicht, dass die Welt dunkel ist. Nein. Ich bin der Ansicht, ich sehe schon ganz schön viel, weil sonst könnte ich auch nichts, dann wüsste ich noch nicht mal, dass es Helligkeit gibt. Ich weiß schon ganz schön viel, aber ich kann es noch heller machen. Ich würde, im Gegenteil würde ich sagen, dass die Welt bereits hell ist. Ja, würde ich auch sagen. Dass die Welt sogar einen Glanz hat. Ja. So weit würde ich auch gehen. Und dass wir den Glanz der Welt nicht wahrnehmen können, weil wir die Welt ständig verdunkeln. Naja, was ist die Ursache des Klimawandels? Ja? Was ist die Ursache? Und Hannah Arendt nennt in ihrem Vortrag Natur und Geschichte, die Ursache all dieser Katastrophen besteht darin, dass der Mensch über den Bereich des Zwischenmenschlichen hinaus in die Natur hineinhandelt, ja, und dass der Mensch die Natur, ja, in den vom menschlichen Handeln hergestellten Bezügen auflöse, dass der Mensch nicht nur die Geschichte machen, indem er handelt, sondern dass der Mensch nun die Natur macht, ja, und gerade das Problem, ja, die Ursache all dieses Problems, ja, mit dem wir zu tun haben, ja, ist, dass der Mensch so brutal in die Natur hineinhandelt. Ja, und wenn die Ursache des Katastrophe das absolut gesetzte menschliche Handeln ist, ja, das rücksichtslos sich der Natur bemächtigt, ja, und natürlich, um die Folgen dieses rücksichtslosen Handelns zu beseitigen, müssen wir natürlich handeln. Richtig. Ja? Aber wenn die Ursache dieser Katastrophe das absolut gesetzte menschliche Handeln war, dann müssen wir über eine andere Lebensform nachdenken, die nicht das Handeln ist. Vielleicht wir sollten ein Vermögen entdecken, das nicht handelt. Ja? Und wenn wir nach diesem Vermögen, das nicht handeln, leben würden, tatsächlich wäre der Frieden auf der Welt. Man muss die Welt verändern. Ja? Gerade es ist die Welt, die Gesellschaft, in der wir leben, ja, das uns von uns ablenkt ständig. Ja? Und das ist eine Welt, die auf Ausbeutung hinaus ist. Ja. Das heißt, das verhindert, dass wir achtsam werden. Ja? Ja. Und dass wir müssen die Welt verändern, sodass wir keine Achtsamkeitsübung mehr brauchen. Ja? Und möglicherweise ist doch das, was wir im Moment brauchen, dann eine Kombination von Stille und Marxismus. Ja, vielleicht wäre möglich eine tätige Besinnung oder ein kontemplatives Handeln. Super, ja. Da können wir uns einigen. Das müssen wir noch ausbuchstabieren, aber... Ja, auf diese Art und Weise erhellen wir die Welt. Besinnung. Also Heideggers Philosophie der Besinnung um die Tätigkeit ergänzt und das Handeln im Sinne von Hannah Arendt um die Kontemplation ergänzt. Vielen Dank für das Gespräch. Wir können weitermachen.